Willkommen in der großen Show der Träume. Oh, der Heroes der Herzen durfte ich gerade küssen. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir, wie geht es dir? Sehr gut, danke. Ich meine, 250 Künstler, 200 Millionen Zuschauer und du bist der Gewinner. Also, wie fühlt sich das an? Verrückt. Es war unglaublich. So viel Spaß hatte ich noch nie. Ich bin so dankbar für alles, was ich momentan erleben darf. Europa-Tour, die Promo von meinem Song, es ist wirklich großartig. Oh, ich freue mich auf die Tour, da komme ich natürlich auch hin. Du hast seit deinem Sieg, seit Mai, bist du wirklich einer der gefragtesten Künstler Europas. Wie gehst du mit diesem rasanten Aufstieg um? Ich hatte die letzten Wochen so viel zu tun. Es ist einfach unfassbar. It's incredible. It's really incredible. And well, that's about it. Kannst du es noch verdauen? Nicht wirklich. Ich hatte letzte Woche nur 3 Tage Zeit, mich zu Hause in Schweden zu entspannen. Aber das war schön. Also ich kann ganz gut mit dir fühlen, aber genieß die Zeit, es ist einfach die beste. Und es fing ja auch schon früh an, deine Auftritte, ne? Es gibt so ein ganz schönes Video von deiner Mama, die uns das geschickt hat. Das müssen wir uns mal anschauen. Das war ja einer deiner ersten Auftritte. Du hast wirklich jede Bühne genutzt, ne? Wie man sieht. Ey. Oh mein Gott. Yeah, this was... Da warst du gerade mal 12 Jahre alt, ne? Ja, ich war 12. Ich glaube, das war auf Gran Canaria. Gran Canaria, im Urlaub. Und kommt mal mit Pyro, ne? Ich glaube, die Pyro hier im Studio ist besser als die damals. Ich war in meinem Leben auf vielen Bühnen und ich trete jetzt seit fast 10 Jahren als Künstler in Schweden auf und habe sehr lange auf das hier hingearbeitet. Jetzt bin ich bereit für alles, was kommt. Aber es hat ja wirklich auch ein bisschen gedauert. Du hast 3 Anläufe gebraucht, bis du dein Land dann beim Eurovision Song Contest vertreten durftest. Ich habe 3-mal an der schwedischen Vorauswahl teilgenommen. Ich war schon immer ein Fan des Eurovision Song Contest. Mein Lebensziel war es, den Vorentscheid zu gewinnen und dann musste ich zum ESC und habe den auch noch gewonnen. Aber du hast nicht immer leichte Zeiten gehabt. Dein Siegersong ist von deiner schweren Schulzeit inspiriert. Was ist die Geschichte dahinter? In dem Song geht es darum, dass jeder ein Held sein kann. Aber die Performance bezieht sich auf meine Kindheit, als ich 10 oder 11 war. Ich hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Da kam ein Typ in die Klasse, der mich gemobbt hat. Er hat mich als Opfer ausgesucht. Das ging 1,5 Jahre. Dann kam ein anderer Junge aus einer Nebenklasse und er hat mir aus dieser Situation geholfen und machte mich stärker. Wir haben angefangen, Tennis zu spielen und ich bekam meine alten Freunde zurück. In meiner Performance übernehme ich seine Rolle und das kleine Strichmännchen soll mich darstellen, als ich jung war. Hoffentlich gibt es noch ganz viele solcher Heroes, die brauchen wir alle. Ich hoffe, die Botschaft hilft anderen da draußen. Vielen Dank, Monster Mwif, der Hero der Herzen. Dankeschön, großen Applaus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, alles Gute. Vielen Dank.